Herbizide im Heuröpfelanbau sind sehr heikel betreffend Erosion, Abschwemmung. Darum wissen wir, dass wir vermutlich auch nicht mehr ewig auf die zählen können. Oder? Und darum ist es wichtig, dass wir Betriebe Erfahrungen sammeln, wie können wir herbizidlos den Heuröpfelanbau machen. Oder? Ich stehe jetzt so genau auf der Grenze von der mechanischen Unkrautbekämpfung zu der chemischen Unkrautbekämpfung auf dieser Seite. Man sieht jetzt so eigentlich praktisch keinen Unterschied. Man sieht unten bei der mechanischen Unkrautbekämpfung ganz kleine Unkräuter, die man bei der chemischen nicht hat. Also ich bin sehr positiv überrascht von diesem Versuch. Vor allem eben die Wirkung auch von der, wie einfach die mechanische Unkrautbekämpfung grundsätzlich möglich ist. In unserem Betrieb haben wir uns auf grosse Maschinenbreiten eingestellt, auf grosse Spritzbreiten, auf 21 Meter beispielsweise, oder? Auf breite Reifen, dass wir bodenschonend sind mit den grossen Traktoren. Und jetzt können wir wieder einen Schritt zurück machen, wieder auf kleine Traktoren, möglichst wenig Gewicht. Und eben, wie gesagt, das ist ein kleines Problem, das man hat, oder? Die Arbeitsbreiten kombinieren, Traktoren etc. da zu verbinden miteinander. Das ist eine Schwierigkeit bei so Kombinationsverfahren, chemisch und mechanisch. Sie haben sehr viel Erfahrung bereits im Biolandbau, also auch mit der mechanischen Unkrautbekämpfung. Da kann man sehr viel davon profitieren, von dem grossen Wissens- und Erfahrungsschatz, den Sie haben. Vorbereitung gilt eigentlich für alle Kulturen, das ist A und O. Jetzt spezifisch auf die Heuröpfel, tun wir auch bei Zeiten ackern. Dann so gut ein bisschen keimen, mal einen Stregelzug, ein bisschen Unkrautkur machen, sagt man dem. Dann wird gesetzt und dann wird gewartet. Schaut, wenn der Heuröpfel kurz vor dem Durchstechen, dass man dann den Striegel nochmal anhängt, die dem abstriegelt, etwa einen Tag wartet, dass das Sachen vertoren kann. Und dann nimmt man auch wieder den gleichen Traktor mit dem GPS und zieht die Dämme wieder auf. Das Hacken erfolgt eigentlich dann, bevor die Heuröpfel Reihenschluss machen, dass man noch durchfahren kann. Haben wir ein Hackgerät, das eigentlich mit den Zinken den Damm weghackt und hinten nachher gerade draufzieht. Und das reicht eigentlich, weil die Heuröpfel genug Schub haben, machen nachher zu. Das Licht, Einfall geht weg und so Kraut kann somit nicht mehr gross weiterwachsen. Für mich persönlich sind eigentlich immer noch die grösste Herausforderung, das Unkraut im Griff zu haben. Wenn das Wetter gut ist, geht das gut, auch wenn es in 2 Wochen regnet. Es wächst wie verrückt. Man kann nicht rein. Die beste Wirkung hat man immer bei der mechanischen Unkrautbekämpfung, wenn es im Keimblattstadium ist. Mit diesem Durchgang sind die zerstört. Aber wenn es schon zu gross ist, ist das Potenzial da, dass es hinten nachher wieder anwächst. Dann regnet es wieder. Die wichtigsten Strategien bei uns zum Pflanzenschutzmittel einsparen sind wirklich die permanente Begrünung. Und die umfasst in dem Sinn die Aussaat von der Gründüngungen, dass man möglichst schnell nach der Ernte den Boden bedeckt mit den gewollten Pflanzen, die wir säen. Und das andere ist aber Begleitpflanzen, eigentlich eben Untersaat im Raps zum Beispiel, dass der Boden möglichst permanent bedeckt ist. Ja, Milchbüchli-Rechnung, aber sie stimmt halt irgendwie gleich. Oder? Wenn wir jedes dritte Jahr schaffen, auf das Herbizid zu verzichten, dann haben wir ein Drittel eingespart. Jetzt halt in einem Jahr alles. Dafür in diesen Jahren geht es halt nicht anders, muss man eine Korrekturbehandlung machen. Aber irgendwo zwischen 15% und 30% können wir so einsparen. Und das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Unsere Vorteile durch das sind, dass wir effektiv eine natürliche Unkrautunterdrückung haben in erster Linie. Zweitens haben wir bis in ein gewisses Grad ein bisschen Ablenkfutter. Im Raps sind die Schnecken immer ein Thema. Und wir haben aber wirklich auch Stickstoff, den wir aus der Luft fixieren können, dadurch, dass wir zum Beispiel Alexandrinerklee drin haben. Und wir haben eine super Durchwurzelung vom Boden, auch dort, wo der Raps jetzt nicht ist. Also in dem Sinn zwischen den Rapsreihen. Ja, das sind so ein bisschen Vorteile. Gründüngungen sind in meinen Augen sehr ein wichtiger Bestandteil von Ackerfruchtfolgen. Es gibt eine gewisse Auflockerung, es gibt aber auch viel Lebensraum für Insekten. Und es ist eine riesige Chance, den Boden auf biologische Art und Weise fast ein bisschen zu bearbeiten, also durch die ganze Durchwurzelung. Und dass die Effekte alle zum Tragen kommen, müssen die wirklich früh gesehen sein, dass sie sich
können entwickeln, dass sie in Blush kommen, dass es wirklich schön blühende Gründüngungsfelder gibt. Und da eignen sich wirklich Ackerbohnen, Erbsen, Leguminosen von dieser Seite her. Oder dazu gehört logischerweise auch sämtliche Kleearten wie Alexandrinerklee oder Perserklee, die ja alles eigentlich Arten sind, die im Normalfall verfrühen. Guzotia ist sicher auch ein guter Partner. Sonnenblume unbedingt, hat auch eine sehr spannende Wurzel, hat eine super Blüte. Das ist eine Bereicherung für eine Gründüngung. Bei den Hörnöpfen sind es beispielsweise das Krautpfühli, oder, wo eigentlich die wichtigste Krankheit ist, wo wir am meisten Spritzungen haben. Dann machen wir es weiter, aber auch bei den Zuckerrüben auf die Zergospora-Blattflecken oder auch beim Weizen, beim Getreide auf Septoria. Und es gibt diverse Möglichkeiten. Oder? Einerseits gibt es technische Lösungen, die man machen kann, andererseits auch ein Prognosesystem, dass man wirklich den Einsatz dünn reduzieren oder auch die Anzahl Spritzungen reduzieren. Oder? Und ich, auf meinem Betrieb, gehe beide Wege. Wir sind jetzt auch im Projekt vom Pflopf drin, wo man eigentlich Pflanzenschutz optimiert. Und dort arbeiten wir mit gewissen Prognosesystemen im Bereich Hörnöpfelanbau oder aber auch Getreide- oder Zuckerrübenanbau. Wir versuchen, die Krankheiten, gewisse Krankheiten vorherzusehen. Wir haben jetzt selber eine Wetterstation bei uns im Feld, wo wir wirklich die Wetterdaten mal sammeln und nachher versuchen, das Infektionsrisiko abzuschätzen. Wenn man auf die Anzahl Spritzen guckt, kann man sicher 2, vielleicht auch mal 3, vielleicht auch mal 4 Spritzen einsparen. Eben zwischen 10-30% vielleicht in diesem Bereich. Für einen normalen Betrieb oder auch pro Hektare gerechnet sind das um die vielleicht 500 Franken, vielleicht sind es auch mal ein bisschen mehr. Oder? Und natürlich auf meinem Betrieb gerechnet, mit dieser Fläche sind da schnell 5'000 Franken oder eben 10'000 Franken. Genau, da reden wir eigentlich von den Hörnöpfelkäfern. Wenn ich mir überlege, früher haben wir ein- bis zweimal Flächenbehandlungen gemacht, also die ganze Fläche, jede Fläche mit Insektizid behandelt. Heute habe ich eigentlich gelernt daraus, dass man wirklich mit Randbehandlungen so viel Flächenbehandlung eigentlich verhindern kann. Da können wir natürlich massivsten Insektizideinsatz reduzieren. Oder? Ja, das ist echt, wenn ich eigentlich mal eins in einem Jahr einfach mal gemerkt habe, hier am Rand noch, anhand des letztjährigen Hörnöpfelfelds, gerade in der Nähe nebenan, haben wir am Rand einen extrem starken Befall gehabt. Haben da mal gedacht, ja, da lohnt sich ja nicht die ganze Fläche zu bekämpfen, haben nur am Rand noch gefahren und haben nachher eigentlich gemerkt, wir müssen die ganze Fläche gar nicht. Und seither machen wir das eigentlich jährlich so. Oder? Einsparen, wenn wir sobald wir nur eine Randbehandlung machen, da reden wir von irgendwie 80% Einsparung, die wir haben Insekt, vom Insektizideinsatz. Oder? Ich denke, das ist ganz etwas, was jeder Bauer machen kann. Das A und so ist, dass man wirklich halt wöchentlich oder mehrmals in der Woche die Hörnöpfelfelder ablaufen oder schauen an der Rand noch. Man weiss ja, wo haben das letzte Jahr die Hörnöpfel gehabt, wo sind die Nähe so, und dann kommen dann die Hörnöpfelkäfer wieder her. Ja, ich empfehle vor allem sich sicher mal ihre Pläne zu hinterfragen. Geht es mit etwas weniger? Vielleicht selber auch mal einen Versuch machen. Geht's, wenn ich hier jetzt auf dieser Fläche etwas weniger spritze, wie sieht es aus noch im Herbst? Und nicht einfach pauschal immer alles spritzen. Vielleicht so selber sich mal hertasten. Einen kleinen Schritt nach dem anderen machen. Oder? Und so kann man schon relativ viel einsparen. Jedes Pflanzenschutzmittel, das gespart ist, ist nicht ausgebracht. Oder? Wir sind hier vor einem Befüll- und Waschplatz, den ich mit dem Partnerbetrieb zusammen habe. Der Waschplatz ist wirklich ein zentrales Element der Gewässerverunreinigung. Man sieht auch, dass doch relativ viele Betriebe halt eben mit dieser Tierhaltung aufgehört haben. Vielleicht auch in der Bauzone sind, in Gemeindegebieten, wo alles komplett, jeder Platz ist eine Kanalisation angeschlossen. Und dort haben wir einen riesen Nachholbedarf. Oder ein anderes Beispiel, oder? Wenn man nur schon die Rückenspritze füllt mit irgendeinem Produkt, wo hat man das Kannli ausgewaschen nachher? Meistens über einem Becken, im Lavabo, im Haus oder so. Woher geht das, oder? Alle, die keine Tiere haben, geht es in Kleinanlage. Und das sind pure Wirkstoffmengen. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Ich habe in jedem Landwirt schon erlebt, dass entweder die Spritze überlaufen ist, das ist schnell passiert, oder andersherum vielleicht ein Spritzkannli oder ein Litermäßchen beim Abfüllen überlaufen oder umgekehrt oder so, und dann ist die Spritzbrühe oder eben der vielleicht sogar der volle Wirkstoff in voller Konzentration auf dem Platz raus. Ganz wichtig ist, dass der Platz, der Waschplatz befestigt und dicht ist, das heisst, dass eben auch kein Riss aufweist oder vielleicht eine Randbordüre hat,
dass wirklich das Platzwasser komplett in Richtung Schacht geleitet wird. Also der Befüllplatz ist sicher auch ganz wichtig. Er hat genau die gleichen Platzanforderungen wie ein Waschplatz. Wie eben auf dem Befüllplatz können Fehler passieren. An dort reden wir eben wirklich von den reinen Pflanzenschutzmitteln und nicht von einer Spritzbrühe, die verdünnt ist, sondern dann ist der Wirkstoffgehalt sehr hoch und somit auch umso gefährlicher. Ein Berater und Kollege mal einer war bei mir, beim Spritzen dabei, hat das schauen, wie das läuft. Oder? Und dann haben wir wirklich bei einem Feld haben wir ein Glyphosat gespritzt, abgespritzt. Oder? Und dann bin ich so wie immer gefahren über das Feld rein, und haben über eine Schacht rein direkt abgespritzt. Und da hat mich eigentlich der Kollege, der ebenfalls Berater ist, wirklich darauf hingewiesen, was ich überhaupt mache. Und ich bin mir das gar nie so richtig bewusst, dass eigentlich unter dem Schacht direkt eine Drainage-Sammelleitung ist, die in den Bach geht. Ja, dann kann es natürlich, je nachdem, wenn es ein Insektizid oder ein Herbizid, könnte ich wirklich auf die Mikroorganismen, Gewässerorganismen natürlich einen Einfluss haben. Der neue Spritze haben wir noch eine sogenannte Einzeldüsenschaltung. Das heisst, wir können wirklich jede Düse einzeln an- und abstellen. Somit können wir natürlich auch noch eine gewisse Reduktion von Überlappungen haben wir so nicht mehr. Ankommen kann es auch davor sein bei Schächten oder so, dass man wirklich explizit dort abstellen kann, wo der Schacht ist. Wenn jetzt beispielsweise kein geschlossener Schachtdeckel drauf ist. Ich denke, in Zukunft wird es länger mehr Lohnunternehmer geben, die im Bereich Pflanzenschutz tätig sind, dass es wirklich Professionalisierung wird. Und dort ist eine Einzeldüsenschaltung sicher zwingend oder sehr empfehlenswert. Für einen Einzelbauer, der seine kleinere Ackerbaubetriebe hat, ist sicher finanziell nicht rentabel. Genau das Gleiche, am gleichen Moment auch mit einer anderen Person, aber eigentlich in einem Fall, wo man wirklich reingefahren ist, auch so, wie man es wieder gelernt hat. Man hat vielleicht bewusst, dass es nicht ideal ist, aber man hat keine andere Möglichkeit. Man hat den Balken eigentlich gefüllt am Strasse und am Feldrand. Man wollte den Wiesenstreifen schützen. Ankerum konnte man mit dem Herbizid eigentlich in die Kultur reinfahren, nicht dort füllen, den Balken, sondern hat ihn auf der Strasse eigentlich gefüllt. Da hat man es auch schön gesehen, ob das Mittel bis zu Stossen am Balken angekommen ist. Und nachher ist man erst losgefahren. Oder? Und dort hat man auch mal eines, als man die weissen Spritzbrühen am Boden gesehen hat, die paar Liter, die das sind, hat man auch einmal jemandem einen Vogel gezeigt. Und dann wird man sich vielleicht ein bisschen bewusst, dass es nicht ideal ist, was man hier macht. Oder? Irgendwann kommt es regnen und sobald es regnet, wird es in Schächte hineingewaschen oder irgendwann, dass es nicht abgebaut werden und nachher haben wir es in den Gewässern drin. Wie grundsätzlich sind die meisten Feldwege gerade bei uns asphaltiert und dort haben wir ein Entwässerungsschacht. Heute haben wir auf der Spritze ein sogenanntes Druckumlaufsystem. Das heisst, wir haben einen Kreislauf. Das heisst, wir müssen gar nie den Balken füllen. Wir haben von Anfang an immer die volle Spritzbrühe zu aussen, schossen bis zur letzten Düse. Und dann können wir direkt ins Feld und gerade losfahren. Bei einem Neukauf finde ich nicht zwingend, dass man so ein Druckumlaufsystem drauf hat, dass man wirklich hier die Pflanzenschutzmittel, das Befüllen am Wegrand nicht mehr muss machen. Es wäre ein Einsparpotenzial und vor allem in der heutigen Zeit mit Insektiziden, die sehr heikle Mittel sind, auch betreffend Gewässer, wäre es sehr wichtig, dass man da drauf schaut. Wir machen vielfach in der intensiven Kultur auf meinem Betrieb, vor allem bei den Hörnäpfeln, machen wir einen 3-Meter-Randstreifen. Wie einfach erfahrungsmässig gezeigt hat, diese 3 Meter haben wir nicht sehr gute Erträge und andererseits können wir so eigentlich auch mit dem Pflanzenschutzmitteleinsatz schauen, dass nichts auf die Wege kommt. Wie gerade bei den Hörnäpfeln haben wir sehr viele Durchfahrten, die wir machen. Und so können wir auch verhindern. Andererseits haben wir auch Erosionsprobleme, weniger Erosionsprobleme, dass irgendetwas auf die Strasse rauswäscht, wie wir sogenannte eigentlich eine Pufferzone haben vor der Strasse. Auf unserem Betrieb haben wir jetzt das Glück, dass wir wirklich sehr wenig Schächte auf unseren Flächen haben. Aber wenn wir haben oder wenn wir noch einmal an einen Bach angrenzen, dann halten wir die gesetzlichen Bestimmungen einhalten mit diesen Pufferstreifen. Und zusätzlich aber machen wir eigentlich konservierende Landwirtschaft. Das ist so da, wo wir noch oben drauf machen, einfach zum sicher gehen, dass wir möglichst wenig Einträge haben. Dass wir keine oberflächliche Erosion hat, sei es Boden, sei es Pflanzenschutz und Düngemittel. Also, dass das, was man einsetzt, eigentlich an Ort und Stelle bleibt, wo man es für Pflanzen will, verfügbar haben. Wir haben in der Regel Oberflächenabfluss, dort, wo irgendwie
Porosität fehlt. Also entweder ist der Boden verdichtet, irgendeiner Pflugsäule unten, oder er ist durch Starkniederschläge so verschlemmt, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man vor allem, halt, auch wenn es regnet, dass man rausgeht und schaut. Dass man sieht, was geht ab, wenn wirklich viel Wasser kommt. Weil nur dann kann man irgendwie verstehen, warum das Boden durchwurzelt sein, warum das Boden permanent bedeckt sein sollte. Du musst das Erlebnis haben, oder? Du musst das sehen. Und das siehst du nur dann, wenn es voll runterlässt. Und du musst wegen dessen nicht aussteigen. Du kannst mit dem Auto schauen, oder?